Die Monetarisierung für diese Folge ist auf jeden Fall gone, Alter. Haben Sie Lust auf Penne? Nein, Digga! Muchachos! Da steht das geile Gerät. Die Maschine will ich auf jeden Fall haben. Ich habe mir extra den magischen Ziegenmann hier neben mir geholt, den ich kurz ein bisschen reibe für das Glück. 3, 2, 1, Knallgas! Komm schon! Komm schon! Gib mir das Motorrad, wo ist denn, oder? Wo ist auch da? Oh, oh, oh. Oh nein! Oh nein! Digga! Oh, drei Felder vorher stehen geblieben. Puff! Meine Freunde und ein herzlich willkommen. Heute spielen wir ein Parcours mit dem hässlichsten Auto in GTA, was jemals von GTA rausgebracht wurde, nämlich den Nebula Turbo. Ah, Muchachos! Ich kraule euch jetzt mal die Nüsse, weil das muss ja sein. Sonst werde ich wieder angeschrien, dass ich Nüsse nicht gekraut habe. Aber ich schwöre, dieses Auto. Ich kriege, geil, ne? Ungelogen, ich habe jetzt schon Ausschlag an meiner Hinterpforte. Oh. Nur weil wir die Karre auswählen mussten. Ja, wie er rutscht. Ich denke mal, wie er rutscht. Wie träge der reagiert, Alter. Ja, ja ist klar. Schlimm. Ist klar, Alter. Aber lecker schmeckt es schon mal. Muchachos, ihr wollt es wahrscheinlich auch sehen. Die nächste Folge von Deko und mir wird die Level Asian sein von Rocke. Deswegen da unbedingt einschalten, stell euch schon mal einen Wecker. Jetzt wird rasiert. Und Deko, was soll das hier? Exakt, Moment, Muchachos. Ist da oben verlinkt unsere Reaction zum hardesten Glide. Und da haben wir uns auch noch eine zweite Map angesehen. Und die Map werden wir als nächstes zocken. Jawohl. Also falls ihr interessiert, was da auf euch zukommt, schaut euch gerne rein, falls ihr es nicht gesehen habt. Ansonsten freut euch auf die nächste Folge. Ja. Digga, wie Marvin einfach respawnt, Alter. Was für eine Muschi. Ich konnte nicht mehr anfahren. Was für eine Muschi, Alter. Wenn die Reifen kaputt sind. Ich hab auch zerschossene Reifen. Ja, aber du hast mir alle Reifen zerschossen, du Lappen! Labert er mich voll, Alter! Ich hab einen zerschossenen Ratte, Reifen. Ey. Wow. Und ich kann hier schon wieder nicht anfahren, ne? Digga, ich muss jetzt zu Fuß gehen, ey. Digga, was willst du zu Fuß gehen? Was willst du zu Fuß gehen? Guck mal, ich hab's sogar noch eine Annäherungsmine für dich weggeholt. Digga, ich kann eiskalt nicht hochfahren, ne? Dieser. Du mieser Skiller. Dann fahr halt 3 Meter rückwärts, bis es gerade wird, du Flachkopf, Alter. Einmal wieder rückwärts fahren. Dieses Auto ist einfach OP. Monkey, Monkey. Weg mit dir. Weg mit dir. So, ciao, ich bin nochmal weg, ne? Wir sind zwar nicht Ziel. Ja, jetzt Triage wieder, ne? Natürlich, Digga. Kennen wir. Ist immer so. Marvin vorne ist, dann kommen die Annäherungsminen. Blub, blub. Blub, blub. Blub, 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 blub. Nein. Wow. Lol. Nein. Digga, ich liege einfach auf der Seite mit der Karre. Ja. Hallo, jetzt dreh doch wieder ruhig, du! Alter, aus meiner Stimme los. Und es hat Boom gemacht. Bam, bam. Nein, hat es nicht. Ja, schade. Das wäre zu schön gewesen. Nein, hat es nicht. Noch nicht. Aber ich glaube, das ist auch gerade das Vorspiel, was hier gerade passiert. Digga. Gleich geht's richtig rund. Digga, diese Mistkarre! Digga, was machst du denn? Ist doch nur ein bisschen durchs Gelände fahren. Digga, jetzt kommt die Muschi, ne? Ich bin Muschi, Deko. Ich bin eine kleine Pussy. Digga, das knallt alle deine Argumente weg. Oh ja. Oh ja. Ja. 2-1 übrigens, ne? Ich sag's nur. Oh, schön. Falls du dich hier beschweren wollen solltest. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine. Ja, er knallt mich ab! Ich hoffe, ich habe einen Reifen erwischt. Ja, hast du, aber ich fahre jetzt einfach so weiter. Jazzi! Oh, Marvin respawnt nicht. Oh. Ehrenbosser. Digga, Weicheilbosser, Alter. Wir haben insgesamt Weicheilbosser gerade mal 1 Minute härter gekocht. 52 Punkte insgesamt. Ich muss sagen, bisher ist sie doch nicht ganz so haarig, aber das kommt dahin. Bis wahrscheinlich jetzt doch. Ist hier nur nervig rumfahren. Oh ja, da sehe ich schon was. Oh nein, das war es danach wahrscheinlich auch schon. Es kommt eine Hardcore-Stelle und dann war es das. Oh, Digga, ich sehe es da in der Ferne. Ja.
Ich will kein Hallo. Ich will kein Wallride und eine Spirale fahren mit der Karre, Alter. Nee, ist es nicht. Es ist, glaube ich, ein Konzentrationssprung. Oh nein. Alter, aber wie viele? Oh mein Gott. Ich hoffe, da sind Punkte dazwischen. Hier kommt noch ein Toast oder was? Da ist auf jeden Fall richtig Action. Oder zumindest ein kleines Löchlein, das wir treffen müssen. Ein kleines Löchlein, das wir treffen müssen. Und? Das sieht man, lol. Ja. Ah. Das hat geprickelt in meine Ohren. Das hat geprickelt in deinem Arschloch vielleicht, Alter. So, und hier warte ich jetzt auf dich, denn hier beginnt das Abenteuer, Deko. Hier können wir uns mal kurz abschlagen. Komm, Deko. Für abschlagen, Alter. Ja! Digga, was war das denn gerade? Warte, ist das der normale Rückwärts? Ist das der normale Rückwärtsgang bei dem? Nein, nee. Du hast mich gerade im extremen Turbo-Modus erwischt. Raus mit nee, dir, ich hab keine Ahnung, du warst auf mir drauf, auf meiner Motorhaube. Ja. Wie das Leute hier wieder was komisches ausdenken? Du warst auf meiner Motorhaube drauf und auf einmal konnte ich mit 8000 Trilliarden km/h nach hinten fahren. Ja, geil. Digga, ey! Du schaffst es nicht mit kaputten Reifen, ich sag's jetzt schon mal. LOL! Guck mal, ich schieß dich ab! Aber die Dinger gehen nach oben, weil hier eine Bremse ist! LOL! Ich schieß dich voll ab! Digga, was? Sehe ich ja. Du schießt mich voll ab, Alter! Ja. Kannst ja mal versuchen, wenn du da stehst. Warte, wir machen das nochmal genau andersherum. Fahr mal ein bisschen nach vorne. Ja. Ein bisschen nach vorne. Gut. Easy. Gut, gar kein Problem, Alter. Ja, da. War gar kein Problem. Ne, so nicht. Digga, so nicht. Nein, die Bremse hat dich gerettet! Voll woanders hier geschossen. Deko? Deko? Alter! Digga, nein! Was hab ich hier alles? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist los? Ich will dich doch mal! Nein! Oh, ich hab mir echt noch vorbei. Oh, ich bin auch vorbei. Alter, da kommt noch eine richtig eklige Stelle. Oh mein Gott. Ja, GG Marvin. Das war schon mal Premium. Ich möchte mal dazu sagen, an der Stelle habe ich dich keines Mal geträumt und du mich jetzt schon zweimal, ja? Hey, ja, und jetzt ist Gleichstand. Wenn ich mich nicht irre, müsste es 3-3 stehen. Ah nee, du hast mich hier auch schon mal gekillt, glaube ich, oder? Nein! Mich hier. Also als sie ankam. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich noch einen gut. Hast du kein bisschen, Alter? Weil ich auf dich gewartet habe. Warst du auf mich, du Lappen? Natürlich habe ich auf dich gewartet. Richtiger Schmutzfink, ey. Natürlich habe ich auf dich gewartet, du Lappenkopf, Alter. Ist das eigentlich ein Vogel, Schmutzfink? Ich glaube schon. Der gute alte Schmutzfink, Alter. Der heißt so, weil er mal alles voll kickt. Oh nein, man muss hier Fullspeed fahren. Nein, ich hab verkackt, glaube ich. Nein! Bitte, oh nein, bitte! Wo muss man Fullspeed fahren? Bitte, bitte, bitte. Oh ja, es hat auch noch so funktioniert. Geil. Hi Deko, Annehmungsmine Inc. Ja, als ob jetzt! Na, hier wäre böse, ich bin Ehrenbosser. Ja, Unehrenhaftbosser bist du auf jeden Fall. Nein, bin ich. Hab ich verkackt? Hä? Das hast du gemacht. Wo muss ich denn hin? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bin Ehre, ich Digga, ich hab's. Sag mal, muss nicht annähernd Fullspeed fahren. Ich hab einen richtig krassen Jump gemacht, Alter. Ja, ziemlich dämlich, ne? Komplett Vollgas durchgefahren. War nicht ganz so schlau. Hat Marvin mich getrollt, Alter. Hat er mich getrollt, der Ficker! Jetzt sieh zu, Alter! Man kann hier richtig langsam fahren, ey. Digga, dein Leben geht langsam voran. Digga. Wenn ich das einmal aufgrund meiner eigenen Informationen fahre, gar kein Thema. Das Fullspeed fahren, ey. Sieh zu jetzt hier. LOL. LOL! Die Haftbombe ist mitgegangen! Ich fahre so mit einem km/h gegen dich, Alter. Und du wirst aber weggeschleudert, als wäre ich gerade mit einem Katapult gegen dich geballert. Ab geht's! Ciao, Deko! Hallo! Nicht mehr schießen, dann bist du ein Lappen. Sehr schön. Zero fucks were given.
Zero fucks were given. Alter, easy. Oh mein Gott. Oh. Perfekt. Ups. Nein. Digga, Nebula Turbo. Oh, ich glaube, nein, Digga, doch nicht mit der Karre jetzt fünfmal so ein Ding, Alter. Ich glaube, so paradox war das noch nie, Alter, der Name. Alter, paradox, ey. Oh. Ja. Digga, ich warte auch noch, ne? Ich warte auch noch! Ne, so nicht, ey. Als so hättest du dir einfach bremsen können, um da stehen zu bleiben. Tu, so ey, nicht, wie er wieder überdramatisiert, der Ficker, Alter! Stinkefinger in dein Arschloch, ich schwöre dir. Monetarisierung, ciao, Alter. Digga, warte jetzt. Ich glaube, Arschloch geht klar. Dein Körperteil, oder? Ja, Pimmel auch. Ja, Pimmel geht ja auch vollkommen klar, oder nicht? Keine Ahnung. Na, wer denn, musst du sagen, Penis? Wir müssten uns mal, nicht mal solche Infos gibt es von YouTube, Alter. So einen Katalog von jugendfeindlichen Wörtern zuschicken lassen. So, geht jetzt Pimmel noch klar oder ist Pimmel schon draußen? Arschloch, hört sich hart an, aber ist eigentlich nur Anatomie. Genau, sind Ärzte-Channel dadurch auch direkt gebastelt? Oh mein Gott! Ich hab mich extra nicht mehr bewegt, damit du mir nicht irgendwie die Schuld zuschieben kannst. Ja, genau, das war ja das Ding. Ich hätte vielleicht aus dem Weg fahren können, aber nur vielleicht. Nur? Ja, aber ist eine gute Frage. Gehen Ärzte-Channel überhaupt auf YouTube? Kann man einen Ärzte-Channel machen oder ist das, okay. Skrotum. Skrotum dürfte auch gehen. Ja, aber Skrotum ist ja echt noch Fachbegriff. Hi, Deko! Nein! Das ist ja nein. Fast die oh. Ja, fast wie Wagimumu. Was ist denn der Fachterminus für Penis? Schlong. Ganz genau. Ganz genau. So, Deko, ich bin hier, Testikel oder nicht? Testicles, das sind Testikel Eier. Testikel sind die Eier, glaube ich, ne? Ja. Okay. Was ist denn der Fachterminus für Schwanz? Digga, ich google das jetzt. Also bei mir ist es auf jeden Fall Pferdepenis. So, warte mal. Aussprache, indogermanischer Wortstamm, lateinisch Penis, männliches Glied, Vergleich griechisch. Tierko, Peos, Plural Penis oder auch Penisse. Lol, Plural ist Penis, wusste ich gar nicht, Alter. Nimm mal die Penis aus meinem Gesicht. Digga, man muss nur ein S dranhängen oder das S wegnehmen, dann hat man Nudeln. Jetzt wissen wir auch, wo die Penne herkommen. Das heißt Alter. Eiskalt. Alter! Na, siehst du, ne? Digga, was die Italiener für ein Völkchen sind, ey, das weiß ich auch nicht. Eiskalt, ganz viele Penisse, die du da kochst. Die Monetarisierung für diese Folge ist auf jeden Fall gone, Alter. Haben Sie Lust auf Penne? Nein, Digga! Ey, oh. Ah? Was ist da gerade passiert? War 2 Meter entfernt vom Punkt, Alter. Also nicht ganz eigentlich, ne, aber so ein bisschen. Was ist da noch so Böses? Ich war... Eigentlich, es kommt nur das, was du jetzt auch machen musst. Digga, das wäre richtig haarig. Wie hast du es geschafft? Digga, und ich war schon... Du musst das Ding nochmal langfahren. Nein. Und ich war schon bis zur nächsten Ecke nochmal. Ich hätte nur einmal das Ding langfahren müssen, dann wäre ich beim Punkt gewesen. Aber wir müssen immer auch diese ganze Sätze-Challenge machen, ne? Ja, genau, aber die machen wir dann wirklich als richtige Challenge in einer Folge und nicht einfach so mittendrin. Oh, er hat es. Digga, wie? Alter. Hier kann ich einfach der einzige Weg, wo du dich retten kannst, wenn du an den geraden Flächen bist, ist die Reifen durchdrehen zu lassen und den Arsch nach oben zu kriegen und dann quasi wieder so nach unten fahren. Aber ich sehe gerade, da hinten ist eine Plattform an der Stelle, wo du gerade bist. Du musst einen Arsch hochkriegen. Dreh den Arsch hoch. Wie? Welche Richtung? Ja, nach oben. Ah, okay. Wo ist die Plattform, Digga? Wo? Hier ist die Plattform. An der geraden Stelle hinten. Achso, oh nein, wir müssen das da nochmal machen. Oh ja. Digga, jetzt hab ich's. Komm schon, Muchachos. Das Glück sei mit den Skilligen. Ah, das so hast du das gemacht. Alter, das ist interessant, ja. Digga, ich krieg mein,
Ich krieg meine Hinterreifen da nicht drauf, Alter. Alter, das ist eine geile Technik, ey. Das hätte ich ja ohne dich niemals hinbekommen hier. Muchachos. Meistens muss Deko Marvin fragen, wie er funktioniert, aber ab und zu. Nein, Deko, sei kein Assi. Digga! Wie? Hier, das sind nur Haftbomben. Ich konnte nicht anfahren da. Ich konnte, obwohl ich eine gerade Fläche hinter mir hatte, ich konnte nicht anfahren. Ich bin einfach runtergerutscht. Ey. Diese Karre, ne? Ich muss diesem Map-Erbauer eigentlich ins Gesicht treten. Ich weiß nicht, wer er ist, aber... Nein, ich komme hier, glaube ich, nicht mehr hoch, oder? Oh. Genau das Pulli warte ich nämlich auch. Oh. Aber du musst da irgendwie hochkommen. Ja, und jetzt? Ich bin hoch. Ich bin hoch. Ich bin oben. Ah, und jetzt fahren, ohne runterzurutschen halt, ne? Ja, und du brauchst ja sogar Fullspeed, ne? Alter. Digga, du mistige Scheißkarre! Du mistige Scheißding! Alter, das ist haarig, jo. Nein! Ey, dieses Auto ist einfach so ein unfassbarer Schmutz, Alter. Oh. Das kann doch... Ja. Wie hat man... Wieso ist dieses Auto in-game überhaupt, Alter? Und? Der Sprung! Ja, ich habe es! Oh mein Gott, das war doch richtig knapp, Ich hasse dich dafür, dass du es geschafft hast, aber... Oh. Dankeschön. Aber du schaffst jetzt auch. Hä, bist du rückwärts? Ja. Ich schau kurz, was hier als nächstes kommt, ob da noch ein richtig kranker Scheiß kommt. Digga, war mit einfach ins Ziel. Es sind sogar nur 4 Punkte. Ja, mach's mal. Mach's okay, mal, das Löchlein-Treffen war einfach. Wie? Was hab ich? Wie? Ich verstehe. Ich versteh die Karre nicht, ey. Aber ohne deine Technik nicht möglich. Ich glaube, deswegen hat die auch so wenig Prozente. Ja. Ey, wie soll ich verstehen? Also die Technik ist halt, aber die Technik hilft auch nur was beim Geradefahren, ne? Wenn du um die Ecke rum musst, hilft es gar nicht. Nee, das stimmt. Und da ist halt das Problem. Ja, oh, diese Kurve! Digga, das ist echt... Digga, was ist denn hier los? Yo! Oh! Ich weiß, dass irgendwie GTA-Entwickler, lass mal das Auto bauen mit den schlechtesten Fahreigenschaften überhaupt. Ja. Also gar nicht so schlecht eigentlich insgesamt, aber rutschen wie Sau, durchdrehen wie Sau, schwerfällig wie Sau, alles. Einfach nur die schlechtesten Fahreigenschaften. Deswegen kann man sagen, das schlimmste Auto in GTA. Ich glaube, es geht gar nicht schlimmer. Oh mein Gott. Nur damit sie... Ich weiß ehrlich nicht. No! Wie habe ich das denn geschafft, in die Ecke rumzukommen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber das ist gut, glaube ich. Das ist richtig gut. Oder auch nicht. Okay, danach geht es aber eigentlich. Das ist jetzt wirklich die einzig wahre Schwierigkeit. Ah! Ich weiß echt nicht, wie es gehen soll, Alter. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ey, du hast es doch schon zweimal geschafft. Ja! Aber ich komme da rum und dann hänge ich halt so, dass ich nicht mehr weiterfahren kann. Man darf nicht auf diese kurze Fläche, die vorne davor ist, kommen. Wenn du da bist, hast du schon verkackt. Ja, das stimmt. Ich muss die also irgendwie komplett auslassen. Oh, bitte. Schlimmstes Auto, knack mich nicht. Nee, sobald man mit den Hinterreifen auf der Fläche ist, ist einfach ciao, du kannst nicht mehr anfahren da. Komme ich denn da komplett rüber? Oh ja. Ohne da gar nicht stehen bleiben zu müssen. Bei welcher Stelle bist du denn gerade? Bei dem schwarzen oder wo? Nein! Ach, davor noch? Bei der ersten immer noch. Bei der ersten geraden Fläche. Digga, und ich komme hier... Nee. Ich weiß ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich da rumkommen soll. Das ist so eine schwerfällige Karre, Mann. Digga. Oh. Wie nennt man das denn, wenn die Hoden sich in den Körper zurückziehen, Alter? Enthodend. Enthoden. Entkernen. Eigentlich ist es ja dann eher einkernen, ne? Nein, da gibt's einen Begriff für, Alter.
Kann auch in echt passieren. Digga, eisige Kälte? Nein, aber wenn du dich irgendwie... Ich glaube, das kann sogar passieren, wenn du dich krass erschreckst oder irgendwie solche Scheiße. Keine Ahnung. Was? Dann können deine Hoden in den Körper reinrutschen. Ist kein Scheiß. Dein Ernst? Also ich bin mir fast sicher, ja. Aber nur fast. Beim Erschrecken? Digga, dann ist es ja immer richtig fahrlässig, andere Leute zu erschrecken. Also Männer. Ich google das jetzt, Alter. Wenn ihm das gelingt und der Hoden wieder den Leistenkanal zurückwandert, nachdem man ihn loslässt, handelt es sich um einen Gleithoden. Alter, der Gleithoden. Vielleicht hast du deswegen keine Gleitskills, weil du schon den Gleithoden hast. Aber wie heißt das? Gleithoden oder was? Es gibt auch einen Leistenhoden. Das ist der Hoden, der alleine immer hoch in die Leiste reinzieht. Ja, oh, es gibt so viel Scheiße auf der Welt, ne? Muss man ja mal sagen. Eigentlich muss man froh sein, dass man gesund ist, Alter. Ja, einfach nur froh sein, dass man gesund ist. Eigentlich muss man wirklich froh sein, wenn man wirklich komplett gesund ist und einem, nicht... Digga, so eine behinderte Fickscheiße wie ein Leistenhoden oder ein Gleithoden, Alter. Wie? Was? Zum Fick! Diese Karre hat auch einen Gleithoden, Alter! Wenn du einen Gleithoden hast und eine Frau tritt dir oder ein Mann tritt dir voll in die Eier, dann merkst du einfach nichts, weil deine Hoden ja im Körper so ein richtiger Schutzmechanismus. Das kommt drauf an, ob du einen Gleithoden oder zwei Gleithoden hast. Okay. Oh, diese Themengebiete ja schon wieder, ne? Unfassbar. Digga, ich bin ja echt mal gespannt, ob dieses Video hier monetarisiert werden darf. Wobei man ja sagen muss, ne? Also, ihr kennt ja sicherlich mein Video, wo ich so ein bisschen darauf reagiert habe, wie unsere Einnahmen sind. Man muss ja dazu sagen, unsere Einnahmen sind ja immer gleich. Egal, ob werbefreundlich oder nicht. Das hätte ich gerade gesagt. Das liegt einfach daran, weil wir sind halt einfach mit unserem Content und den ganzen Beleidigungen und allem, aber auch dadurch, dass wir halt GTA und Rainbow Six, also was wir für Games zocken, liegt einfach daran, dass wir in einem nicht jugendfreundlichen Bereich sind, also mit unserem ganzen Kanal insgesamt. Deswegen ist es scheißegal, ob wir für manche Werbetreibende nicht zugelassen sind mit den Videos, weil wir einfach insgesamt unser ganzer Kanal so ist. Sind. Ja, unser gesamter Kanal ist eigentlich werbeunfreundlich. Ja, Muchachos. So ist das. Und ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Ich glaube, ich riskiere jetzt wirklich die Unterhose auf den Kopf. Weil ich nicht weiß, wie das gehen soll. Ich komme da einfach nicht hoch. Ich komme hier auch nicht weiter. Ich darf auch irgendwann kein Digger mehr sagen. Das wird auch richtig schwierig. Ja, das habe ich aber auch gedacht. Das ist auch eine Challenge, die ich auch nicht schaffen würde. Also ich werde schon Probleme haben, meine Sätze komplett immer ganz auszusprechen. Also werde ich wirklich, weil ich mache das ja auch nicht irgendwie absichtlich oder sowas, das ist einfach nur... Wo wir gerade beim Thema sind. Das ist einfach nur aus der Situation heraus. Dann, aber ja, das wird auf jeden Fall Harry für mich. Nicht multitaskingfähig, das glaube ich. Aber, also Digger oder Alter könnte ich auch nicht weglassen. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, Alter. Ich weiß es wirklich nicht. Guck mal die Bremsspuren hier an, Alter. Die hören einfach genau da auf der anderen Seite. Ja. Oh, ich glaube, ich habe es. Oh ja! Oh, Bremsspuren in Dekos Gesicht! Oh, jetzt nur noch jeder das schaffen. Oh, bitte, 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 bitte. Komm schon, Marvin, mach es! Oh mein Gott, das könnte auch noch richtig haarig werden. Das könnte auch noch richtig haarig werden. Nee. Oh. Das wird richtig haarig, Alter. Okay. Nein. Aber hast du wieder einen Punkt oder ist das noch vor dem nächsten Punkt? Das ist noch vor dem nächsten Punkt. Und jetzt. Wie soll das gehen, Alter? Wie soll es gehen? Nein, ich hab verkackt. Nein. Kann ehrlich nicht wahr sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich häng jetzt wirklich seit 20 Minuten hier oder so. 20 Minuten. Oh mein Gott. Okay, die eine schwierige Stelle habe ich wieder geschafft. Oh, okay. Digga, das kann man noch gar nicht schaffen. Das kann man nicht schaffen. Das geht nicht. Aber so bin ich schon lost, weil ich mich mehr umdrehen kann. Ich weiß nicht, wie es... Okay, es reicht also ein bisschen Speed, das ist gut zu wissen. Einfach, sobald ich anfange Gas zu geben, rückwärts natürlich, ist man nur noch am nach vorne rutschen. Oh mein Gott. Okay, Deko.
Eine Stelle noch, dann habe ich den Punkt. Ja! Oh mein Gott! Digga, das ist das Ziel. Kann ich rein? Ja, fahr rein, verfickte Scheiße, Alter. Ich hab's ehrlich versucht. Oh mein Gott, kranker Shit. Ich hab's wirklich... Man kann mir nicht sagen, dass ich versucht... Ich hab mein Bestes gegeben. Ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier... Ich hab mir ungelogen auf jeden Fall gleich, obwohl ich diese Map nie wieder spielen werde. Ich werde mal angucken und gucken, was ich anders gemacht habe. Danke. Ich denke, meine Familie und meine Freunde und euch, Muchachos, die immer mich geglaubt haben. Ja, Muchachos, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben wie immer. Talkt diese Map auf gar keinen Fall, dann kriegt ihr nämlich auch Gleitboden. Bis dann, reingehauen.